geh mal raus zum Pool. Vielleicht sieht man da ein bisschen mehr. Oh, heute, was geht ab, Letonge? Chung hat sich gemeldet. Er streamt gerade von unserem Twitch-Kanal. Versucht es gerade, aber Internet macht Faxen. Ist nicht so einfach. Weiß nicht, was die da für Internet haben. Ob die einen Router in ihrer, was weiß ich, Ferienwohnung oder so haben. Was? Du, was geht ab, Mann? Hängt leider. Schauen wir mal, ob er es hinbekommt. Oh mein Gott! Zu heftig, Leute! Mein Gott, was ist das, Mann? Brate Bali Edition Schatztruhe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie heftig, Digga! Ich muss ein Foto machen. Oh mein Gott, zu krass, Mann. Ey, Jung, der Bratan bringt die Paradies-Vibes diesen Sommer bis zu dir nach Hause. Die limitierte Bali Edition ist ab dem 1.7. überall erhältlich. Du gehörst zu den Ersten, die den einzigartigen Brati mit Meerfrucht-Vanille-Geschmack probieren. Und ich freue mich, wie immer, übertrieben auf deine Meinung. Gönn dir echtes Bali-Feeling direkt aus dem Herzen der Baba-Insel. Verfrachtet. Markiere Brate auf Instagram und zeige, wie du mit Badetuch, Blumenkette und mit der Bali Edition in die ultimative Sommersaison startest. Wir küssen dein Herz, Kapitän Bra. Ob er das echt signiert hat oder ob das gedruckt ist auf alle. Wobei, also beim letzten Mal war es schon geschrieben. Ich glaube, das ist richtig Unterschrift. Oh mein Gott, die duftet auch. Heftig. Brate Bali Edition. Meerfrucht mit Vanillegeschmack. Bin gespannt, Leute. Muss erstmal hier Platz schaffen. Kühlschrank ist voll. Four Bros, Synergy, Kondensmilch. Ich mach grad Kohle an, ein bisschen Feeling schaffen, bevor ich das probiere. Schaut euch das mal an. Krank, Alter. Brattee. Man kann sich erkennen, ich habe noch eine Hand frei. Badehandtuch. Ab zum See, Alter. So, ich bin in der Stimmung. Schön gekühlt, ohne Eis aber. Nicht interessant. Ich habe noch nicht probiert. Ich muss sagen, wir sind große Fans, ihr wisst Bescheid. Ich habe hier immer noch kartonweise Brattee. Jedes Wochenende wird gesoffen. Und wir feiern den Geschmack halt wirklich. Deswegen. Hoffentlich werden wir nicht enttäuscht hier. Ist lecker. Ist etwas, was ich noch nie geschmeckt habe. Also kann man nicht vergleichen. Also wenn du, was weiß ich, trinkst Wassermelone, du hast schon mal Wassermelone. Geschmack gibt es überall. Zitrone, Pfirsich und so weiter. Das kann ich mit gar nichts vergleichen. Also lecker auf jeden Fall. Oh, der ist Hammer. Das ist, glaube ich, meine neue Nummer 1. Also ich finde es besser als... Bei Melone schon heftig. Melone. Also wenn, dann teilt er sich auf jeden Fall den ersten Platz mit Melone. Ich musste gerade innerhalb von 20 Minuten dreimal pissen oder so. Ich weiß nicht, was in diesem Brat hier drin ist.
Schaut mal, was wir bekommen haben. Bam! Die neue GoPro ist am Start. Also werde ich für diesen Vlog nicht mehr benutzen, aber werde ich dann heute Abend mal abchecken. Ich habe mir was ein bisschen extra geholt. Media Mod. Weiß nicht genau, was das war. Mikro? Ne, Light Mod. Aber irgendwo hatte ich doch auch Mikro. Oder war das das Media Mod Ding? Ja. Ging sehr schnell. Jetzt erstmal was essen gehen. Bin gespannt. Sah interessant aus, habe ich ja auf Insta gesehen. Eine der wenigen Sachen, die mich mal wieder gelockt haben, interessiert haben. Weil mittlerweile habe ich echt eine Menge ausprobiert. Schaut mal, was Saftiges gibt, Leute. Also ich habe das bestellt, Tater Tots, weil ich noch nie Tater Tots in meinem Leben hatte. Hab keine Ahnung. Und Fries ist halt Standard. Und dann hiervon, was ist zu viel, könnte ich nicht nochmal noch probieren. Aber darauf hätte ich schon Bock gehabt. Mac and Cheese Balls. Yo, kranker Shit, Leute. Bisschen Soße für die Tots. Junge, richtig American Style, Alter. Gott, das ist anders saftig heute, anders saftig. Heftig. Ich hab's undercover in Kaffee Story geschafft. Super saftig, Alter. Richtig saftig. Das war's von mir, Leute. Kamera habe ich getestet, mehr dazu im Video morgen. Aber finde ich stabil. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Ansonsten natürlich in Bitcoin investieren, Cashflow generieren, das war's von mir, Serious Business und ciao!